Ein nice Ding. Wusste doch, dass Linksburschen die beste Option ist. Kalkuliert. Kalkuliert. Bullshit. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Die wöchentliche Super Cell Challenge ist wieder mal da. Heute ist der Magier dran. Ich weiß nicht, ist das eine Draft Challenge oder ist das eine... Nee, es ist ein Bau-dir-ein-Selbst-Deck-Challenge. Okay, ich mag die Draft-Dinger lieber. Da spielt man einfach unterschiedliche Sachen, die man sonst nie spielt. Hier verwendet man ja doch Decks, die man kennt und benutzt und schätzt. Und probiert so nicht neue Sachen aus. Aber gut, wir bauen kurz mal das Ding zusammen. Und es ist eine Revolution passiert. Es ist eine wahre Revolution passiert. Ich glaube, Supercell ist krank, wird pleite oder was auch immer. Aber es ist wahrscheinlich die größte Änderung in diesem Spiel reingekommen, die jemals passiert ist. Die Revolution des Jahrhunderts ist es, das Sonderangebot kostet Gold. Es kostet Gold, keine Gems. Seit Clash Royale raus ist, ist das das erste Sonderangebot, was man für Gold kaufen kann. Das sind umgerechnet 11.500 Gold. Ja, umgerechnet passt schon. 11.500 Gold, das ist umgerechnet 600 Gems. Circa, Pi mal Daumen. Also ist es nicht unbedingt billiger als die anderen Sonderangebote, die wir bisher hatten, die ungefähr 200 Gems gekostet haben für die 50er Pakete und 350 für das 100er Paket. Es ist also im Prinzip mehr oder weniger gleich teuer, aber für Free-to-Play-Spieler ist es nun mal um einiges einfacher, an das Gold ranzukommen und das Ding zu kaufen. Gold kriegt man leichter und schneller, auch wenn man viel davon braucht. Gems kriegt man als Free-to-Play-Spieler null. Ne, man kriegt hier eigentlich so gut wie gar keine Gems. Das ist minimal, was man bekommt. Da kann man solche Pakete nie kaufen. Also, wenn ich hier keine Gems hätte, ich wüsste nicht, wie ich an 500 Gems rankommen müsste, sollte, könnte, um das Ding zu kaufen. Deswegen, Supercell probiert es wahrscheinlich jetzt mit dem Gold aus. Ich finde es gut, ich begrüße es, sollte auf jeden Fall immer so sein. Sollte Standard sein. Weil Gold ist das, was jeder hat. Gold ist das, was jeder bekommen kann. Und Gems ist nur das, was die Leute meistens kaufen können. Und das bisschen, was man freispielen kann, ist halt nutzlos. So, wir machen noch eine Gratis-Ruhe auf. Krieg nichts Besonderes. Goldruhe. Und, oh, eine epische Gift dazu. Alright, lass uns mal die Magier-Challenge spielen. Leider keine Draft-Challenge, wie gesagt. Die mag ich irgendwie am liebsten. Neue Sachen ausprobieren, aber ich spiele einfach mein Golem-Deck, was ich aktuell sowieso benutze. Und wird schon klappen, oder? Wobei, auf Turnierstandard finde ich das, glaube ich, gar nicht so stark. Auf der Arena ist das ganz okay. Aber Turnierstandard ist das noch nicht so der Shit. Weil hier werden die Leute sehr viel Friedhof spielen, ne? Wetten wir, da kommt gleich so ein Giant hin und dann wird da irgendwas... und dann wird er hier vielleicht ein Friedhof ausspielen. So ganz unvorhergesehen. Ganz unvorhergesehenes Deck. Okay, wir wehren erstmal ab. So, what? Zack. Oh, der hat auch einen Magier. Feuerball. Flupsa. Zack, tot. Okay. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, aber so wirklich wissen tun wir noch nicht, weil wer was hat, ne? Oder was wer was wo hat. Okay, ich fange mal mit einem frühen Golem an. Oh. Und Sepp. Ich hätte auch Kampfholz verwenden können, aber irgendwie mag ich... So viel dazu. Reichen die Boogies? Kommt hier dran? Ich muss das Ding ein bisschen damagen. Deswegen muss ich wegrotzen. Und jetzt. Bringt aber eh nichts, ne? Die kommen sowieso nicht mal dran. Warum leuchtet das Ding rot, wenn die sowieso nicht drankommen? Das verstehe ich nicht. Okay, der erste Golem geht schon mal down. Wir haben einen Inferno-Spieler. Einen ganz, ganz züchtigen Inferno-Spieler. Züchtigen und Trüchtigen. So, zack, ein paar Ohrfeigen verteilen. Mega Minion überlebt bitte. Schade, so viel dazu. Und ein Elite-Baba überlebt auch nicht, aber wir können Feuerballen. Ich bin immer noch unsicher, was er für ein Deck hat. Es könnte irgendwo ein Giant oder Friedhof sein, aber ich sehe bisher nichts. Okay, aber die zwei Elixierphase fängt an. Wir sind dran, Golem setzt aus, aber der spart auch Elixier, merkt man. Der Gegner rotiert Karten, spart Elixier, will einen Elixier-Vorteil herausspielen. Ich glaube, der hat auch was. Zack. Okay, unser Golem ist als erster raus. So, jetzt aber. Da wird irgendwo ein Golem raus, Giant rauskommen. Vielleicht sogar Golem. Dafür, dass er noch gar kein Giant ausgespielt hat, könnte da sogar ein Golem sein. Und es kommt nichts. Ein Blitz erstmal. Okay, ziemlich früh. Finde ich gut. Finde ich gut. Zack. So. Feuerball. Ja, das... Feuerball war Fail. Aber ich kann massiv Damage machen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, was er anbietet. Was bietest du an? Was willst du tun? Wir setzen noch einen schnellen Golem aus.
Wieso? Irgendwie ist das komisch. Irgendwie rieche ich die ganze Zeit irgendwie einen Friedhof, aber es kommt kein Friedhof, oder? Das riecht einfach phänomenal nach dem Friedhofdeck, aber es kommt kein Friedhof. Okay. Zack. Oh ja, Feuerballen das Ganze. Okay. Reicht das aus? Das reicht nicht aus. Es fehlt was. Irgendwas fehlt in seinem Deck und ich kann mir bisher nicht erraten, was. Irgendwie fehlt da irgendwie so der letzte Punch. Ach, Blitz. Blitz ist seine Killerwaffe. Das ist seine Win Condition, Leute. Das ist die Win Condition, die man braucht heutzutage. Okay, kriege ich den Turm da noch irgendwie gesappt, gefeuerballt? Bitte setz noch irgendwas aus. Zack. Nein. Gut, wir feuerballen einfach. Schade, verfehlt noch den Magier dabei. Zack. Alright. Elite-Barbs sind bereit. Das Ganze wird gesappt. Ich brauche eh nur noch einmal den Feuerball, oder? Er setzt schon wieder das da aus. Okay. Wir rotieren mal kurz zum Feuerball. Und das Match ist vorbei. Okay, okay. Ich weiß auch nicht, was er für ein Deck hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Friedhof gerochen, aber da kam nichts. Da kam absolut null. Weder Giant noch Golem. Irgendwas hat da gefehlt. Der hatte tatsächlich nichts. Der hatte tatsächlich nichts. Der hat, ja, ich weiß nicht, wie er an den Turm rankommen will. Das Traurige ist aber, wir können keinen doppelten Magier im Deck haben. Ne? Diese doppelte Karten, die man in diesen Draft-Challenges haben kann, in diesen Mini-Dinger, weil die zweimal verteilt werden, das ist ja das, was geil ist. Es ist einfach nice, wenn die immer wieder kommen. Da hat man Spaß dran und das sieht cool aus. Ist halt etwas, was keine andere Challenge hat. Aber diese hier haben das nicht. Deswegen ist der Hype-Level ist nicht so hoch. Spielst du was? Bitte spiel was. Okay. Sitzen wir aus. Okay. Ja, man kann Defense-Gebäude als Anfang ausspielen, aber dann sollte man natürlich darauf hoffen, dass der Gegner auch reagiert. Oder er setzt das aus, so wie ich. Alright. Sind wir schon dran? Ja, okay. Wir sind ein bisschen früh noch, den Golem zu setzen, aber machen wir. Machen wir. Er hat jetzt... Okay, zack, Sepp. Einmal kurz holzen. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Der Song beginnt und bekommt ein Thema. Holzi, Holz. Come on, Inferno, geh kaputt. Danke. Zack, Golem dran. Ach, hör auf. Ich werde nicht mehr. Kommt einfach ins weiter Inferno, während der Golem nach vorne tanzt. Oh, geil. Ein Magier ist dran, kann einen Schuss abkriegen, zwei Schuss. Und der linke Turm ist komischerweise mehr gedamaged als der rechte. Egal, der hat zweimal Inferno gewastet. Wir sind jetzt schon bei 1,30. Was wird das? Okay. Machen wir kurz einen Split. Zack. Ein kleiner Boogie-Split. Hat bisher niemanden gestört. So, was meint ihr? Nochmal. Oh. Okay, Elite-Barbaren sind am Frisch, die sind am Leben, machen Damage. Eine Boogie ist dran, kriegt einen Pfeil raus, kriegt einen zweiten Pfeil raus. Ja, aber sein Koboldfass kommt immer wieder dran. Das ist tricky. Und vor allen Dingen habe ich ihm jetzt Zeit gegeben, zum Inferno zu rotieren. Aber ich glaube, das wird noch. Zack. Alright, Hexe hat er. Okay. Setz bitte Koboldfass aus, irgendwo hier rein. Okay, der setzt ihn sehr früh in Inferno. Zack, Bogenschützen. Zack, Magier. Zack. Magier, du bist dran, die Hexe kaputt zu machen. Das ist dein Job. Es gibt viele Jobs, aber dein Job ist es, diese Hexe kaputt zu machen. Zack, alright. Es geht. Ich konnte durch Feuerball Damage machen. Ist jetzt aber auch nicht phänomenal, ne? Und zack. Alright, come on. Setzt das schon wieder aus, war klar. Der Golem ist ziemlich früh dran. Der ist echt früh dran. So, zack. Alright, auch alright. Ist immer alright, ne? So, wir setzen Magier aus, weil ich weiß, dass das Koboldfass kommt. Oder? Ja, das kommt. Zack. So viel dazu. Elite-Bubs. Alright. Noch ein schnelles Kampfholz. Hat nicht gereicht, aber noch ein Feuerball obendrauf, der noch die Kobold-Gang trifft. Alright. Auch das ist alright. Zack. Wir rotieren super schnell. Wir rotieren wie Weltmeister. Brauchen einfach nur das Kampfholz. Mehr nicht. Alright.
Komisch ist es. Schon wieder eine komische Herausforderung. Man gewinnt mit Zauber. Man gewinnt mit Zauber. Das ist schon der zweite Typ mit dem Inferno-Turm. Kommt man nicht durch. Golem verreckt immer, aber mit Zauber kommt man immer durch. Finde ich gut. Ja, 2 Wins. Läuft gut. Das nächste Match zeige ich euch bei 4 Wins. Und das vorher nochmal das nächste Match. Dabei, wenn wir das Ding haben, ne? Ich bin gegen Dane von Garrett Trips, wie spricht man das aus? Manchmal faszinieren mich die Namen und Clown-Namen mehr als ja das eigentliche Spiel an sich. Wie spricht man das aus? Das sollte wahrscheinlich die Abkürzung für Troops sein oder sowas, ne? Da steht aber Garrett Trips, keine Ahnung. What the fuck? Mir fällt nichts ein! Da habt ihr es. Bisher hat keiner was gesetzt, deswegen kann ich ein paar Knöpfchen drücken, während ich hier warte. Nicht immer. Schon war er Banditen. Seltenes Bild. Die Frage ist, was kommt oben drauf? Was darf es sein? So. Oh, darf sein. So. Zack. Alright, wir haben einen guten Pull. Ach, schon wieder. Ja gut, logischerweise hat jeder Magier, ne? Ich habe mich gerade gewundert, warum hat jeder Magier in seinem Deck? Logischerweise hat den auch jeder, ne? Eigentlich müsste man Konde. Fängt es gerade an zu rockeln? Es fängt gerade übelst an zu rockeln. Holy shit. Spiel, mach mir nicht meine Challenge kaputt. Alter. Ihr seht, ist nicht während der Aufnahme oder so. Das ist was auch immer. Das Spiel rockelt gerade. Oder das Spiel will nicht, dass ich gewinne. Eins von beiden. Was auch immer das gerade ist, ist Onkel. Die Karte wollte ich auch nicht da setzen, aber egal. Ist ja auch egal. Zack, weil der Magier kriegt eine ordentlich auf die Fresse dadurch. Und läuft wieder sauber. Das Spiel dachte sich wohl, es wäre unfair, wenn ich mit voller Power hier spiele, was auch immer. So. Ach, come on. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel mag mich nicht. Na, was heißt nur manchmal? Eigentlich jeden Tag. ich bin aber noch halbwegs zuversichtlich. Bisher habe ich nichts gesehen, was mich auffällt. Wahrscheinlich hat er Inferno, oder? Wahrscheinlich hat er Inferno. Wird er haben. So, zack, 2 Dinger. Du kümmere dich bitte um den Magier. Okay, der setzt eine Rocket aus. Während da eine Geschichte ankommt, die ich nicht aufgeben würde, Kollege. Ne, mal eben so ein Minion dran. Aber der Turm gehört auch mir. Sag ich doch, ich habe bisher nichts gesehen, was mich hier ehrlich gesagt auffällt. Und deswegen pushen wir jetzt schon mal links. Er auch. Aber ich glaube, ich habe Vorteil. Mit den Elitenbarbaren müsste ich ein bisschen Vorteil haben. Wenn er jetzt noch ein bisschen Einheiten wastet, so wie jetzt. Alright. Zack. Der Magier ist dran. Hat. Okay. Gott, ey. Die Kombo war natürlich mehr als gefährlich. Super gefährlich. Alright. Der darf nicht zur Rakete rotieren. Geht doch, Leute. Bada-ba-bum. Hand hoch, wer dachte, ich würde das Match verlieren, weil das am Anfang so mies lief. Aber das letzte Match, Movak Mach. Hört sich irgendwie indianisch an, oder? Movak Mach. Wie auch immer man das ausspricht. Ich finde langsam, die Spielernamen genialer als das ganze Spiel selbst. Ohne Shit. Habe ich das schon gesagt? Habe ich das im letzten Match gesagt? Weiß ich nicht mehr. Manchmal überspringt man so ein paar Matches, dann vergisst man schon, was man alles gesagt hat. Alzheimer und so, wisst ihr. So. Oder Dummheit, könnte auch sein. Zack. Okay. Der hat einen Off. Habe ich gerade echt den Knall da hingesetzt? Wow. Das ist Phänom. Es gibt's nicht. Ich verschwende das letzte Match, quasi der erste. Verschwende das letzte Match durch so eine Dummheit. Weil ich den Sepp irgendwo in der Mitte setze. Warum auch nicht? Es sieht ja auch hübsch aus, wenn der Sepp einmal so macht, ne? Sieht nett aus. Und ich push jetzt nach links, weil ich rechts jetzt alles aufgebe. Ist doch alles scheiße. Ich habe keine Lust mehr. Oh Gott, der hat Henker, Elektromagier. Die Kombination, die sowieso alles auffrisst. Die Kombination, die sowieso alles aufheilt. Wetten, der hat noch irgendwo einen Ritter?
Hätten der noch irgendwo einen Ritter? So. Aber nee, Rocket hat er noch. Oh, schön. Ein Elite-Bapis ist dran. Schnetzelt er? Er schnetzelt. Und er schnetzelt sehr gut. Er schnetzelt sehr gut. Zack. Alright. Den Turm haben wir. Den Turm haben wir. Zack. Holzen noch kurz. Damit wir nicht zu viel Damage kriegen. Seht ihr? Seht ihr? Das war doch ein nices Ding. Das war ein nices Ding. Wusste doch, dass Linkspushen die beste Option ist. Kalkuliert. Kalkuliert. Bullshit. Aber lief gut. Bin erstaunt. Ja, wir haben jetzt schon Elixiervorteil und können nach rechts pushen. Ja, wir haben einen massiven Elixiervorteil. Der hat bisher jetzt nichts gesetzt. Oder der gibt auf. Nee, er gibt nicht auf. Hey, das ist Clash Royale. Warum sollte auch irgendjemand aufgeben? Selbst wenn alle Türme flawless sind, der Gegner pusht bis zum Ende. Der kann doch nicht zulassen, dass man hier so Haus so verliert, oder? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Warum spielt der nie den Magier? So viel dazu. Zack, auch der zweite Turm gehört mir. Okay, das letzte Match lief phänomenal. Es lief phänomenal. Kann ich nicht mal was gegen sagen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Irgendwie lohnt es sich nicht mehr auf 3 Kronen zu gehen. Es lohnt sich aber auch irgendwie nicht mehr auf 2 Kronen. Wow. Okay. Vielleicht lohnt es sich doch. Weil das reißt meinen Turm kaputt und ich verteidige es nicht. Ich kümmere mich nicht mal drum. So what? Wenn ich jetzt zu viel ausgebe, kann ich links nicht verteidigen. Oh, die Hero Rocket. Okay. Nimm es. Nimm es. Kannst du haben. Kannst du haben. Versuch's erst gar nicht. Okay, so viel dazu. Den Indianer haben wir auf jeden Fall besiegt. Lief gut. 6-1. Wie fast immer. Irgendwie verliere ich ein Match, aber egal. Wir kriegen nochmal 15 Magier oben drauf. Rutscht Richtung Level 10. Oh, shit. Hälfte Level 10, Leute. Ich krieg bald meine ersten Level 10 Karten. Ist auch nice. So, Magier-Herausforderung. Wir kriegen nochmal ein bisschen Gold, bisschen Kobold-Gang, bisschen Heilung und Bogenschützen drauf. Ja gut, die Challenge an sich ist nichts Phänomenales. Wir können keine doppelten Magier ausspielen, von daher ist es einfach eine kleine gewohnte Runde. Und ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß dabei. Wir kriegen eine neue Truhe noch. Ja, ihr habt noch ein bisschen Spaß in der Truhe. So, klickt auf die zwei Kasten, die jetzt hier rechts auftauchen. Dort findet ihr weitere Videos. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.